ein Schlechter. Du bist meistens traurig, weiß kein Battle aus in der Schule. Hör mal von wie die ins Sessel taucht. Du bist ein Schlechter. Hallihallo Leute, hier ist die Eule. Was geht? Ja, mit diesem Lied der Vermummten begrüße ich euch zu meinem nächsten Real-Life-Commentary, sag ich mal. Und erstmal muss ich mich bedanken für die letzten Videos mit dem Daumen hoch. Hat mir sehr gut gefallen, auch die Kommentare darunter. Finde ich gut, dass da doch eine rege Beteiligung besteht. Wie gesagt, den einen Daumen runter beim letzten Video konnte ich jetzt nicht verstehen bei dem Thema. Aber ja, wenn er meint, da muss einer einen Daumen runter geben, dann soll er wenigstens reinschreiben, warum. Ansonsten ist mir das auch egal. Ja, wie gesagt, das nächste Thema, was ich ansprechen wollte, und zwar... Ich hatte damals einen sehr guten Freund, den habe ich kennengelernt durch meine Frau. Das war ein Arbeitskollege von ihm, von ihr. Haha, Versprecher for the win. Und ja, habe den auch öfter mal getroffen, dann auf der Arbeit ein bisschen unterhalten und so. Hat man sich echt gut verstanden. Und ich wusste halt eben, dass er halt eben seinen Job wechseln wollte. Und hatte dann mal bei uns nachgefragt, wie das denn aussieht. Ob wir eventuell eine Stelle frei hätten oder so. Und die sagten, ja klar, kann er mal Bewerbung fertig machen. Ich habe mir gedacht, gut, sage ich ihm Bescheid. Er hat Bewerbung fertig gemacht. Und ja, hat dann halt eben auch die Stelle bekommen. Wie gesagt, wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Also es gibt nicht wirklich viele Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo es einfach so ist, man muss nicht wirklich viel sagen, sondern das funktioniert irgendwie automatisch alles. Also da gibt es, glaube ich, drei Leute, mit denen das wirklich immer so geklappt hat. Und zwar war das der Kollege, von dem ich jetzt spreche, dann ein anderer Arbeitskollege in der Firma und meine Frau. Und ja, auch wenn viele das irgendwie nicht verstehen oder irgendwie nicht können, also ich kann wunderbar mit meiner Frau zusammenarbeiten, meine Frau wunderbar mit mir, und da ist es auch nicht so, wie sich das manche Leute vorstellen, so dieses ja, hier knutscht da und so ein Kack, wir sind da auf der Arbeit. Da wird sich auf die Arbeit konzentriert und was man in seiner Pause oder Freizeit macht, ist was ganz anderes. Und das macht mir richtig Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dreimal oder so habe ich bis jetzt mit ihr zusammengearbeitet. Und ja, also wie gesagt, wir haben da keine Probleme mit. Aber darum sollte es nicht gehen, sondern um den sagenumwobenen Kollegen. Wie gesagt, er hat dann damit angefangen, hat alles super wunderbar geklappt. Und dann wurde auf einmal der Küchenchef da krank. Und da habe ich mich so ein bisschen um die Sachen gekümmert, hier so Stellerei und so. Weil es halt eben er immer gemacht hat, und ja, habe ich halt gesagt, gut, dann mache ich das halt eben. Und ja, mir hat das eigentlich auch Spaß gemacht, und es wurde immer länger, wo er halt eben nicht da war, und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn du dich jetzt gut anstellst, dann vielleicht klappt das ja, kannst du ja vielleicht Küchenchef werden, wenn er, wie gesagt, gar nicht mehr wiederkommen sollte oder so. Und da hatte ich mit meinem Kollegen auch drüber gesprochen, also ja, hier, ich habe sowieso keinen Bock drauf, Küchenchef und sowas, naja, das ist nicht mein Ding. Und ich dachte mir, ja, okay, weil so die anderen, die waren halt eben zu jung und hatten halt eben nicht die Erfahrung da drin, dass die das machen konnten. Deswegen dachte ich mir, gut, ja, dann strengen wir uns mal ein bisschen an und vielleicht klappt das ja. Ja, und dann gab es irgendwann ein Gespräch von unserem Betriebsleiter her. Und ja, keine Ahnung, dachte mir, ja, will ein bisschen was erzählen, wie die Geschäfte gerade so laufen und sowas. Und ich setze mich dann dahin, er so ein bisschen am Erzählen, ja, Geschäfte laufen gut, bla bla bla, halt so das Übliche. Und dann erzählte er auf einmal oder sagte, ja, er wollte halt eben noch bekannt geben, dass wir einen neuen Küchenchef da haben. Und ich denke mir so, hat er ja gar nichts von gesagt, irgendwie, oder mit mir darüber gesprochen, oder auch kein anderer irgendwie was gesagt. Und ja, dann war das mein Kollege, der den Posten eigentlich gar nicht haben wollte. Und da war ich natürlich dementsprechend erstmal geschockt natürlich, weil, wie gesagt, wenn mir jemand sagt, nee, ich habe keinen Bock auf den Posten, ich möchte das nicht machen, und dann irgendwie einen Monat oder zwei Monate später auf einmal an diesen Posten kriegt, finde ich dann schon, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt ein oder zwei Monate waren, kann auch länger gewesen sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich dann schon sehr komisch, dass derjenige halt eben dann diesen Job bekommt, obwohl er da gar keinen Bock drauf hat, wie er mir gesagt hat. Und ja, dann war das Gespräch soweit zu Ende. Ich dann mir dann sofort eigentlich gedacht, wo das gesagt wurde, ne, das war's für mich, hier kündige ich, weil wenn mir jemand sagt, im Vertrauen, mit dem ich gut befreundet bin, nee, ich habe da keinen Bock drauf, ich möchte das nicht machen, und er es dann doch macht, finde ich es einfach hinterlistig sowas, weil ich bin kein Mensch, wo man sagt, mit dem kann man nicht reden, mit mir kann man reden, und er hätte ja mir auch ruhig was sagen können, pass mal auf, ich habe hier um die Optionen, wie sieht's aus und so.
Wie man nachher dann verfahren wäre, ist ein anderes Thema, das kann ich nicht sagen. Aber zumindest hätte er mir das sagen können und auch der Betriebsleiter, weil er gesehen hat, dass ich das ja anscheinend schon gerne machen würde. Und da war ich einfach so enttäuscht von beiden und deswegen habe ich halt gesagt, gut, dann kündige ich halt. Bin in Pause gegangen, habe meine Frau angerufen und habe gesagt, so, das war's für mich, ich sage, ich schreibe meine Kündigung. Und ja, habe die dann abends noch geschrieben, nächsten Tag abgegeben und mein Betriebsleiter dann so, ja, warum kündigen Sie denn jetzt auf einmal? Und ich so, ja, können Sie sich das eigentlich nicht vorstellen? Ja, nur weil ich Ihrem Kollegen da den Posten gegeben hat. Ich sage, ja, unter anderem vielleicht auch. Ja, da hätten Sie auch mal was sagen können, vielleicht lag das ja an Ihnen und sowas. Und weiß ich nicht, man kann ja auch, man hätte ja auch mal Gespräch führen können mit allen dreien zu dem Thema. Natürlich hätte ich doch fragen können, ob es vielleicht an mir gelegen hat, aber nö. Habe ich keinen Bock drauf gehabt. Weil die Entscheidung ist gefallen und hätte ja nichts geändert. Und das ist ja an sich schon ziemlich kacke, ne? Aber was man dann so erfährt, dass derjenige, der jetzt den Küchenchefposten da bekommen hat, nur noch 3 Monate in dem Betrieb war. Oder ist. Und sich danach selbstständig macht. Und da frage ich mich dann, ist das die richtige Wahl? Weil wenn er weg gewesen wäre, hätte er ja wieder einen anderen suchen müssen. Und das konnte ich dann noch weniger verstehen. Und ja, so die Freundschaft ist dann eigentlich auch mehr oder weniger kaputt gegangen dadurch, weil, wie gesagt, wir sind früher mal, bevor das passiert ist, mal nach Feierabend sind wir mal, wie weiß ich, so ein Baguette essen gegangen. In Dortmund gibt es so eine geile Baguetteria. Oder eine Arbeitskollegin hatte damals noch so eine Kneipe, da sind wir abends mal hingefahren, was ich einen Krefeller getrunken oder 2-3 Cola und sowas. Und wirklich gut unterhalten auch. Und ja, das hat eigentlich alles weggeschmissen, was man an Freundschaft einfach aufgebaut hat über die Zeit halt. Und dann war es so, dass eine Spülkraft von uns mich dann mal, irgendwie so im Gespräch kam das dann, ja, hier, der Kollege, der kriegt ja auch bald ein Kind und so. Und dann dachte ich mir, was, warum also hätte er das denn auch nicht? Ich bin natürlich jetzt nicht so der Typ, der sagt, ja, wenn einer ankommt, hier, ich bin schwanger oder meine Frau ist schwanger, wir kriegen ein Kind, ja, yeah, geil, ey, da freue ich mich so für euch. So, dann bin ich nicht, weil ich bin jetzt nicht so der Kindertyp und ja, ich freue mich einfach nicht so dafür für andere, aber ja, jeder ist halt eben anders. Er wusste das zwar, aber er hätte ja wenigstens sagen können, pass mal auf hier, wir erwarten ein Kind, hätte ich jetzt einfach mal gut gefunden von ihm, dass er mir das auch sagen würde und nicht, dass ich das von der Spülkraft erfahre. Ist nichts gegen den Job, den die macht oder so, oder das soll jetzt irgendwie nicht negativ klingen oder herabwertend oder so. Es ist einfach nur, dass so eine Person, mit der man jetzt nicht so viel zu tun hat, das eher weiß, als jemand, mit dem man richtig gut befreundet war. Und ja, finde ich einfach scheiße, so ein Verhalten. Und an meinem letzten Tag bin ich auch einfach gegangen, wo ich fertig war mit allem und habe ihm auch nicht Tschüss gesagt. Und ja, nach einer Zeit, irgendwie, keine Ahnung, wie lange das her war, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr oder sowas, sind wir dann zu dem Laden hingefahren, den er mit einem anderen Kollegen zusammen gemacht hat. Und ja, weil meine Frau halt eben noch mit ihm befreundet ist und ja, ein bisschen was da erzählt und sowas und, so, und meiner Frau ist dann so aufgefallen, ja, warum trägt er mit seinem Kollegen eigentlich den Ehering jetzt gar nicht mehr? Und er dann so, ja, hier, der trägt ihn ja eh nicht auf der Arbeit und sowas und ja, hat man sich gut denken können, ja, okay, ja, dann trägt er den halt eben nicht auf der Arbeit. Und dann habe ich mich später nochmal mit ihm alleine getroffen, haben wir ein bisschen darüber geredet, wie das alles abgelaufen ist. Und mit der Situation in dem Laden, wo er Küchenchef wurde, da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, was er mir da erzählt hat, ist mir eigentlich auch relativ egal. Nur zu dem Kollegen wegen dem Ehering zum Beispiel, da sagte er, ja, hat er uns angelogen, weil er hat sich geschieden von seiner Frau und der Kollege war halt eben, mein Gott, Tunesier. Und da ist so dieses typische Bild wieder, so ein schlanker, gut aussehender, sag ich mal, Tunesier, schnappt sich halt eben eine etwas stabilere deutsche Frau und sobald er sein Ziel erreicht hat, ja, ist das dann passiert, was immer in den Medien erzählt wird. Und ja, hatten wir am Anfang auch immer schon so gedacht, dass das so sein Ding ist, aber ja, wie gesagt, wo die Liebe hinfällt, wenn man das nicht merkt, dann ist es halt eben so. Soll jetzt nichts gegen Tunesier sein oder so, ich habe auch Tunesier kennengelernt, die vollkommen korrekt sind, ist halt eben nur so, da passt es einfach wieder. Und ja, da hatte ich mich auf jeden Fall mit ihm unterhalten, wie das abgelaufen ist und sowas. Ja, und dass mir das auch so ein bisschen leid tut und bla 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 und sowas. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann noch gearbeitet habe, wollte ich halt eben mal für meinen Wagen hier diese Radios mit diesem ausfahrbaren Display und sowas. Ja, konnte ich mir halt nicht leisten, war zu teuer, keine Ahnung, hat damals 400-500 Euro gekostet.
Fand ich extremst geil halt eben, aber ich habe halt eben anderes Radio gekauft und dann kam er halt eben an mit seinem Wagen und was hat der da drin? So ein Radio. Und dann hat er mir doch tatsächlich gesagt, wo wir uns getroffen haben, dass er sich das nur geholt hat, weil ich das haben wollte. Und da habe ich so gemerkt, ey, wie erbärmlich ist er eigentlich? Warum kauft er sich ein Radio, was ich haben will, so um vor mir anzugeben? Er kann davor nicht vor mir angeben. Weil, warum soll ich neidisch darauf sein, dass er sich so ein Radio kaufen kann? Ja? Und dann hat er halt eben so ein Radio und ist mir doch egal. Von mir aus kann er auch eine bessere Karre fahren als ich, ist mir auch scheißegal. Weil es interessiert mich nicht, was andere haben. Es interessiert mich, was ich habe. Weil man muss immer gucken, was hat derjenige dafür getan, um das zu kriegen? Oder welche Beweggründe sind da, um dieses Objekt zu besitzen? So, und sein Beweggrund war einfach, um mich neidisch zu machen. Aber das klappt bei mir nicht. Mir ist es scheißegal, was einer hat oder was einer nicht hat. Es ist mir egal. Hauptsache, ich weiß, was ich habe und was ich besitze. Und ja, nach diesem Gespräch ist eigentlich auch der komplette Kontakt abgebrochen zu ihm, weil ich hasse es einfach, wenn Leute so Arschkriecher sind. So immer nach dem Chef labern, ja, hier so nach dem Motto, ja, springen und du fragst nur, wie hoch. Und kein anderer ist er einfach. Er ist einfach nur ein Arschkriecher, er labert nach dem Mund vom Chef. Und das sind für mich einfach keine Personen, vor denen ich irgendwie noch großartig Respekt haben soll. Das ist für mich einfach unbegreiflich sowas, weil ich habe meine persönliche eigene Meinung so. Und wenn der Chef sagt, mach das so und so, dann kann ich immer noch sagen, nee, ich würde es lieber so und so machen. Dann kann man darüber diskutieren. In manchen Situationen, manchmal geht es halt eben nicht so gut, dann macht man halt eben das. Aber wenn man ständig so ist, immer nur das zu machen, was einem gesagt wird, kann man von mir persönlich keine Achtung erwarten, ganz ehrlich. Weil der Typ, der geht mir so am Arsch vorbei und weiß ich nicht. Und nachdem er da fertig war mit seiner Selbstständigkeit, hat er dann aufgehört, weil sein Kollege irgendwie, oder er gemerkt hat, dass er halt eben die ganze Arbeit macht und sein Kollege sich nur ausruht, hat halt eben da gekündigt und ist dann wieder da angefangen und ist jetzt da wieder Küchenchef und ja, wir haben ihn dann durch Zufall mal getroffen, weil wir auf einen Termin gewartet haben und er hat sich nicht verändert, er ist noch schlimmer geworden. Es ist immer noch die gleiche Scheißlaberei von ihm, es ist immer noch die gleiche Arschkriecherei, so, ach hi, wie geht's euch denn und ach, erzähl doch mal und so, als wenn denn das irgendein Scheißdreck interessiert. Mich interessiert das doch auch nicht, was mit ihm ist. Warum dieses Geheuchle, das interessiert mich nicht. Und ich weiß nicht, was das soll. Also wie gesagt, ich bin einfach nur maßlos enttäuscht von ihm und wie gesagt, ich weiß nicht, ob er dieses Video sieht und wenn du das Video siehst, dann ist der hier für dich. Ohne Scheiß, fick dich sowas von, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Du kannst mir so am Arsch lecken. Ganz im Ernst, solche Leute, die braucht kein Mensch. Macht euer Ding, schleimt rum, leckt irgendwelche anderen Ärsche, damit ihr da noch tiefer reinkommt. Wenn euch das glücklich macht, tut das, aber zieht keine anderen Leute mit rein oder verarscht keine anderen Leute. Irgendwann werdet ihr sehen, was ihr davon habt, weil ein guter Spruch ist immer, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und daran sollte man immer denken, wenn man irgendjemandem was antut. Weil Rache ist süß, sag ich nur. Aber wie gesagt, wahrscheinlich wird es nie dazu kommen, aber vielleicht weiß er ja auch, was ich von ihm halte, wenn er das Video sieht. Ich denke, er weiß, wer damit gemeint ist. Ja, wie gesagt, das war eine kleine Geschichte noch von mir. Mal gucken, ob ich noch was finde, was ich euch erzählen kann und ja, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Kennt ihr auch solche Leute? Wurdet ihr auch schon mal so verarscht, dass Leute einen sagen, ja, nee, ist nicht so und dann im nächsten Moment drehen sie sich um und machen genau das, wo sie vorher gesagt haben, nee, mache ich nicht. Würde mich mal interessieren und ja, ich hoffe, dass solche Leute irgendwann merken, was sie für einen Scheiß machen und vielleicht irgendwann mal sich ein bisschen ändern in der Beziehung. Jo, Leute, Wetter ist schön draußen, wie ich sehe. Keine Ahnung, bestimmt wieder in die 28, 30 Grad. Und das soll das Wochenende so bleiben. Und ja, geht doch einfach mal raus. Nicht so wie ich und sitzt in der Bude und zockt den ganzen Tag nur. Ja, Leute, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.